Unsere Themen heute. Erstens, wie über Demenz sprechen oder schreiben? Zwischen Panikmache und Verharmlosung. Zweitens, bedeutet mehr Pflege oder mehr Pflegepersonal automatisch auch mehr Lebensqualität? Drittens, frontotemporale Demenz. Was macht eigentlich eine gute Betreuung aus und welches Versorgungssystem ist dafür geeignet? Viertens, Neues aus dem DZLA und der Dialogkasse. Wissenstransfer mit AI, der Podcast des Dialogzentrum Leben im Alter. Herzlich willkommen zur 24. Episode unseres Podcasts Wissenstransfer mit AI aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Heute mit drei Beiträgen. Ein Beitrag geht es um das Thema der Versorgung von Menschen mit frontotemporaler Demenz. Und der zweite Beitrag geht um das Thema oder über einen möglichen Zusammenhang zwischen Menge oder Anzahl an Personal und Lebensqualität der Betreuten auf der anderen Seite. Es wird bestimmt spannend und natürlich wie immer eine neue Ausgabe aus meiner Serie Nur ein kurzer Gedanke. Wo immer Sie auch sind, viel Spaß beim Zuhören. Lassen Sie es uns wissen, wenn es Ihnen gefällt oder auch nicht gefällt. Tja, also beginnen werde ich wie immer mit Neuigkeiten aus dem Dialogzentrum der Dialogakademie. Aus dem Dialogzentrum gibt es vor allen Dingen erstmal nur die Neuigkeit, dass wir uns sehr gefreut haben über Ihre zahlreichen Rückmeldungen zu unseren Beiträgen auf unserem Blog www.dzla.de. Das ist wirklich prima und wir setzen uns gerne damit auseinander. Das ist ehrlich klasse. Kommen wir zur Dialogakademie. Auch da möchte ich Sie noch einmal hinweisen. Wir bieten im Februar und im März, jetzt also in den kommenden beiden Monaten, 4 Online-Fortbildungen an. Diese sind am 18.02. Persönlichkeitsstörungen im Alter von Christian Müller-Hergel. Am 21.02. mache ich ein Online-Seminar über Angst und Demenz. Am 7.03. mache ich ein Online-Seminar über Sexualität und Demenz und der Christian macht am 16.03. ein Seminar über die Pflege von Menschen mit Depressionen im Alter. Diese Online-Seminare, die über Zoom stattfinden, dauern ungefähr 3,5 Stunden, kosten 100 Euro. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich noch kurzfristig dazu anmelden würden. Also legen Sie los, wenn Sie mögen. Nur ein kurzer Gedanke. Kommen wir zu einer neuen Ausgabe meiner Serie Nur ein kurzer Gedanke. Diesmal geht es um das Thema, wie sprechen oder wie schreiben wir über das Thema Demenz und wie darf das aussehen, wie soll es aussehen. Ich will mich nämlich nicht mit fremden Federn schmücken. Der erste Impuls zu diesem Gedanken kam von einem Gedanken eines Podcast-Hörers, der mir genau das schrieb. Der hatte sich auch geärgert unter anderem darüber, wie manchmal über das Thema gesprochen oder geschrieben wird. Und der zweite Impuls kommt vor ungefähr gut einem Monat, glaube ich, war es, im Spiegel erschien ein Artikel, anonymer Artikel einer Dame, die über ihr Leben mit ihrem an Demenz erkrankten Mann sprach und dort sehr, sehr verzweifelt war und ein sehr, sehr verzweifeltes Bild zeichnete. Darauf hat vor ein paar Tagen die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft reagiert und hat eingefordert, wenn Menschen so über ihre Probleme schreiben in solch einem Magazin, dann wäre es dringend vonnöten, dass man dann auch Anlaufstellen für betroffene Angehörige nennt und so weiter. Ich kann das gut verstehen, aber trotz alledem stellt sich für mich natürlich die Frage, wie ehrlich kann oder darf man sein? Müssen andere das aushalten? Muss man immer noch ein Netz und einen doppelten Boden schaffen? Also wenn ich darüber schreibe, wie schlecht es mir geht als Angehöriger eines Demenzkranken, habe ich dann sozusagen auch eine Verpflichtung zu schreiben, aber es gibt auch andere, denen geht's ja doch besser und bei anderen läuft es besser. Ich glaube natürlich nicht. Andererseits kann ich aber den Einwand der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft gut verstehen. Die sagen, ja, aber das Ganze wird ja redaktionell bearbeitet und dann kann man darunter oder sollte man darunter mögliche Anlaufstellen für Leser, zum Beispiel betroffene Leser, denen solche Artikel sicherlich auch Angst machen,
sollte man Anlaufstellen und andere Hilfen darunter schreiben. Also beides ist gut zu verstehen. Das, worüber sich jemand, der Herr aufregte oder der mir schrieb, dass ihn das ärgert, wie manchmal das Thema geschrieben wird, ist noch etwas anderes. Der sagte, manchmal geht es da nur um Katastrophenmeldung. Ja, es geht nur noch darum, wie katastrophal etwas ist, ohne die Sache überhaupt von verschiedensten Seiten zu beleuchten. Nämlich nicht von Betroffenen, sondern wenn Redakteure zu dem Thema schreiben. Redakteure von Magazinen, von Zeitungen. Und das geht ihnen vermutlich genauso, wie es uns allen geht, dass man häufig auch den Eindruck hat, dass diese Leute sich nicht vernünftig erkundigt haben und auch nicht wirklich viel Ahnung von dem Thema haben. Und das ist natürlich traurig, denn diese Artikel werden gelesen und diese Artikel, und das sollen sie ja auch eigentlich, die machen etwas mit denen, die sie lesen. Und insofern ist, denke ich, extrem wichtig, wenn man sich als Redakteur diesem Thema widmet, dass man dann sich auch gut erkundigen muss und dass man vielleicht Expertinnen oder Experten befragt vorher und mit denen darüber spricht. Das heißt ja nicht, dass man nicht diese Informationen dann selber in seiner eigenen Sprache wiedergeben kann. Aber ich glaube, Redaktionen haben dort eine große Verantwortung. Nicht die Verantwortung, die Realität zu beschönigen, sondern die Verantwortung, wenn es Möglichkeiten gibt, Wege aufzuzeigen, diese auch aufzuzeigen oder zumindest darauf verweisen, wo man Hilfe bekommt. Und ich denke, das sind zwei Paar Schuhe. Das eine ist, ich glaube, es gibt ein absolutes Recht dazu, über das Thema auch so drastisch zu schreiben, wie man es erlebt als Betroffene, als Betroffener. Und das kann man auch als Redaktion genauso abdrucken. Das sehe ich auch so. Aber wie gesagt, das andere ist dann noch dieser andere Weg, dass man zeigt zumindest, wo bekomme ich Hilfe, wenn es denn, und bei diesem Thema gibt es ja mittlerweile auch eine Menge Anlaufstellen, wo man zumindest eine erste Hilfe bekommt. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, über den ich mir auch viel Gedanken mache, denn wir erleben im Bereich der Demenz nämlich auch genau das Gegenteil. Wir erleben ja auch Leute, die sagen, ach ja, die leben einfach nur in einer anderen Welt, oder es werden Demenzeinrichtungen an der Land genannt und sowas, nicht? Also frei nach, weiß ich nicht, Autoren wie Michael Ende oder so etwas. Diese Art von Beschönigung, ja, also die man in der Rhetorik oder in der Sprache Euphemismus nennt, ja, also die finde ich auch, also die finde ich wirklich unerträglich. Also so zu tun, als ob das eigentlich überhaupt kein Problem ist. Wir hatten das auch mal in der Fachwelt sozusagen, als diese sogenannte White House-Debatte kam, ja, wo es darum ging, dass sozusagen die Demenz ja nur pathologisiert würde und dass es im Grunde eine Form natürlichen Alterns ist. Und da sage ich einfach nur ganz deutlich, egal ob es eine Form natürlichen Alterns ist oder ob es eine besondere krankhafte Form des Alterns ist, selbst wenn diese Leute recht hatten, was sie nicht haben, meine ich, dann ändert es nichts daran, wie schrecklich es für Betroffene und für die Umgebung, für Angehörige ist. Und ich denke, das sollten auch gerade in der Fachwelt Menschen berücksichtigen, zu sagen, ach, wenn ich mal dement bin, dann muss man mir nur das und das geben und dann habe ich dann ja immer noch ein schönes Leben. Nein, so einfach ist die Welt nun einfach auch nicht. Und so ein Anderland gibt es nicht, denn sie leben als Demenzerkrankter weiterhin in dieser Welt. Und in dieser Welt brauchen sie Hilfe. In diesem Sinne, das sind meine Gedanken dazu. Was meinen Sie? Nur ein kurzer Gedanke. So, kommen wir zum ersten Beitrag, der im Januar auf unserem Blog erschienen ist. Da geht es um mein sogenanntes Roundup. Also es geht darum, um den Zusammenhang zwischen Personal, Personalanzahl, Personalmenge und einer möglichen Verbesserung von Lebensqualität Betroffener, Demenzbetroffener und anderer. Oder ist das ein zufälliger Zusammenhang? Gibt es diesen Zusammenhang überhaupt? Der Kollege Müller-Hergel hat sich darüber Gedanken gemacht, basierend auf Studien, die er kennt. Dieser Beitrag ist auch viel diskutiert worden, auch auf unserem Blog www.dzla.de. Hören Sie mal rein und diskutieren Sie mit. Christian Müller-Hergel, mein Name, vom Dialog- und Transferzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Ich möchte Ihnen heute zwei Studien vorstellen, die ich ziemlich wichtig finde, nämlich zur
Frage, wie eigentlich Personal, Anzahl des Personals, Qualität des Personals mit Lebens- und Pflegequalität der Bewohner zusammenhängt. Ja, zu diesem Themenfeld gibt es recht zentrale Fragen, die ich erstmal so vorstelle. Also kann man denn pauschal sagen, dass die Lebensqualität der Bewohnerinnen und die Pflegequalität sich erhöht, wenn der Personalschlüssel steigt? Oder hängt das weniger mit der Anzahl, sondern mit dem Ausbildungsniveau und dem Personalmix zusammen? Gibt es einen zwingenden Zusammenhang zwischen dem Grad der Pflegebedürftigkeit der Klienten und der Anzahl des Personals? Also könnte es nicht auch sein, dass Menschen mit einem hohen Grad der Pflegebedürftigkeit eine geringere Anzahl von Personal benötigen und Menschen mit einem mittelgroßen Pflegebedürftigkeitsgrad mehr Personal benötigen, weil sie mehr Wünsche haben und mehr Anliegen haben und mehr Alltagssorgen haben? Oder hängt diese Frage eher am Ausbildungsniveau und Personalmix? Also könnte es sein, dass hochgradig pflegebedürftige Bewohnerinnen vielleicht quantitativ weniger, aber qualitativ besser ausgebildete Mitarbeiter benötigen und Bewohnerinnen mit einer mittleren Pflegebedürftigkeit eher hochqualifiziertes, dafür aber quantitativ mehr gering qualifiziertes Personal benötigen. Ja, also noch einmal so die Frage, gibt es da wirklich eine zwingende Korrelation zwischen Pflegebedürftigkeit und Anzahl des Personals? Oder können unterschiedliche Grade der Bedürftigkeit nicht auch so sortiert werden, dass auch sehr einrichtungsabhängig ist oder auch eben abhängig ist von der Art und Weise, welchen Bewohnermix man dort hat. Ja, das sind so die eine Gruppe von Fragen und die andere ist so, welche Prozesse oder Mechanismen jenseits der Quantität tragen zur Qualität bei, also Pflegephilosophie, Teamkultur, flache Hierarchien, größtmögliche Selbstbestimmung der Pflege, Anerkennung, hilfreich und unterstützend wahrgenommene Leitungen. Ja, bei all diesen Themen, woran macht man das denn fest? Also von welcher Qualität ist denn die Rede? Und selbst wenn man sich darüber einig ist, Lebenspflegequalität, wie messe ich sie? An all diesen Fragen hat sich die Pflegeforschung in den letzten Jahren ziemlich festgebissen, wobei insgesamt die Ergebnisse nicht wirklich sehr überzeugend sind. Da kann man sich schon fragen, ob es eher doch eine politische Frage ist. Ja, bei den vier vorgestellten Studien geht es ein Stück weit um State of the Art, also was weiß man darüber. Und dabei werden primär englischsprachige Veröffentlichungen genutzt. Also deutschsprachige Veröffentlichungen tauchen hier nicht bei auf. Gut, gehen wir mal zum ersten Fragebereich Lebensqualität und Personalschlüssel. In der Literatur besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass Mitarbeiter die wichtigste, aber auch die teuerste Ressource für Lebens- und Pflegequalität darstellen. Ja, es gibt zu diesem Themenbereich, also wie viele Mitarbeiter braucht man für wie viele Bewohner, von welchem Grad der Pflegebedürftigkeit, zwar viele Studien und Reviews, aber die meisten schließen damit, dass sie eher gemischte Resultate aufweisen oder keinen eindeutigen Zusammenhang belegen können. Dafür der Grund sind erhebliche methodologische Probleme. Ja, es spielt die Größe der Einrichtung eine Rolle. Also es ist möglich, dass man in kleinen Einrichtungen mehr oder weniger Personal braucht als in großen Einrichtungen. Ja. So, dann die jeweiligen pflegerischen Herausforderungen, ja, so, die sind ja auch nicht immer gleich. Also selbst Menschen mit der gleichen Diagnose oder auch der gleichen medizinischen Verfassung können sehr unterschiedliche Pflegebedürfnisse haben. Ja, ne? Ja, und dann die unterschiedlichen Organisationsformen, also gemeinnützig oder privat, all dies spielt eben letztlich eine Rolle, wie man das denn hier operationalisieren kann. Gut, kann man denn sagen, dass man für alle Bewohnergruppen gleiche Bedürfnisgruppen entwickeln kann? Und wenn man diese gleichen Bedürfnisgruppen denn hätte, dann
ist das schon eine große Fragestellung, ob man das hinkriegen kann. Dann ist noch die Frage, wer kann denn jetzt über die Pflegebedarfe am besten Auskunft geben? Der Klient selbst, die Angehörigen, die Pflegenden, die Aufsichtsbehörden, alle? Und wenn, in welchem Zusammenhang? Ja, also die Vielzahl der Studien nutzt ja unterschiedliche Methoden und Instrumente, sodass die Ergebnisse dieser Studien oft schwer vergleichbar sind und dass sie sich deswegen weniger gut gegenseitig bestätigen oder korrigieren. Das heißt also, demnach ist es fast unmöglich, eine pauschale, einheitliche Antwort zu geben. Und die Autoren nutzen jetzt allerdings dann dennoch 34 Studien, die ihren Qualitätsanforderungen genügen, um ein paar zentrale Antworten geben zu können. Zur Quantität insgesamt. Offensichtlich ist es so, dass eine rein quantitative Erhöhung des Pflegepersonals insgesamt nicht unbedingt und in jedem Fall die Lebens- und Pflegequalität der Bewohner erhöht. Dennoch kann man sagen, wenn der Anteil examinierten oder diplomierten Personals höher ist, in Kanada nennt sich das Registered Nurse, dann gibt es tatsächlich weniger die DeCobit-Blaseninfekte, Notaufnahmen und Hospitalisierungen, wenn man denn glaubt, dass das Zentrum von Lebens- und Pflegequalität darstellt. Aber daran macht man es fest. Höhere Anzahl von Mitarbeitern in der Pflege insgesamt gehen dann einher mit reduzierter Depressivität, Krankenhauseinweisungen, Kontrakturen und Defiziten. Und umgekehrt, je weniger Pflegepersonal insgesamt zur Verfügung steht, desto höher die Anzahl aggressiver, mit Gewalt im Zusammenhang stehender Vorkommnisse. Also insofern kann man also sagen, zusammenfassend, es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Ausbildungsniveau der Mitarbeiter und dem Lebens- und der Pflegequalität der Bewohnerinnen. Und dann kann man auch den Umkehrschluss ziehen, setzt man mehr ungeschulte Mitarbeiterinnen ein, dann ist eine schlechtere Versorgung unvermeidlich. Das gilt besonders dann, wenn wir es mit komplexen Pflegekontexten zu tun haben, also wo physische, psychische und palliative Bedarfslagen, also insgesamt eine multimorbide, geriatrisch-gerontopsychiatrische Versorgungslage vorliegt. Das ist ja immer im Grunde genommen die komplexeste Pflegesituation und genau für die braucht man eigentlich die am höchsten qualifizierten Mitarbeiter. Allerdings betonen die Autoren auch, da kommen wir dann gleich nochmal zu, dass allein der Anteil von diplomierten Mitarbeitern nicht so viel bringt, wenn die Zusammenarbeit im Team, die Kommunikationsqualität, eine angemessene Führung, eine Rollen- und Verantwortungsklarheit sowie angemessene Räumlichkeiten und Technik nicht gewährleistet ist. Abschließend zeigen die Autoren, dass sie schon etwas überrascht und auch enttäuscht sind, dass man in dieser zentralen Frage eher vergleichsweise schmale Erkenntnisse hat. Ja, kommen wir dann zur zweiten Studie. In dieser zweiten Studie geht es um etwas, das mal das Themenfeld erweitert. Also die Frage ist, so innerhalb welcher Kontexte führen welche Prozesse und Mechanismen zu einer Veränderung des Verhaltens von Pflegenden, das in einer besseren Lebens- und Pflegequalität der Bewohnerin resultiert. Solche Zusammenhänge nennt man Context Mechanism Outcome Configurations, nun denn. Ja, also die Autoren versuchen solche Zusammenhänge im Sinne einer Theorie zu durchdringen und damit zugleich auch Ebenen zu benennen, auf die man einwirken kann, um das Verhalten der Pflegenden so zu optimieren, dass innerhalb bestimmter Kontexte ihr Verhalten zu einer besseren Lebens- und Pflegequalität führt. Und diese Theorie ist sozusagen laufend in ihrer Entstehung abgeglichen worden mit relevanten Interessengruppen, also Bewohnerinnen, Angehörige, Heimleitungen. Und das zentrale Schlüsselkonzept, das in diesen Diskussionen sich herausgeschält hat, war, dass es im Kern um die Qualität der alltäglichen Interaktionen zwischen Mitarbeitenden und Pflegenden geht. Also das, was wir so Beziehungsqualität nennen. Also welche Gefühle und Empfindungen letztlich das Mitarbeiterverhalten bei den Bewohnerinnen auslöse, das war im Blick der Angehörigen und der Heimbewohner der wichtigste Faktor. Im Englischen how staff made residents feel.
Um sich an diese Frage heranzutasten, haben die 66 Studien ausgewählt und ausgewertet und sind dann zu 6 Hypothesen gekommen, die dieses beschreiben. Erste Hypothese: Es bedarf in der Pflegephilosophie eines Kontextes, in der kontinuierliche Beziehungen erlaubt zwischen Bewohnern und Mitarbeitenden, sodass zwischen beiden ein vertrauensvolles Verhältnis wachsen kann. Sie finden einen gemeinsamen Rhythmus, einen Takt. Sie lernen einander zu lesen, zu verstehen. Ja, es gibt einen geringen Mitarbeiterwechsel mit reichlich Gelegenheit zu Kontakt und Zusammensein, auch außerhalb von pflegerischen Verrichtungen. Man interessiert sich füreinander, man lebt ein Stück weit miteinander, man lernt voneinander und im Endeffekt erkennen die Mitarbeiter die Bedürfnisse schnell und reagieren spontan richtig. Ja, und die Annahme ist, dass kleine Gruppen für solcherlei Anpassungsprozesse günstig sind und große Gruppen einen solchen wechselseitigen Anpassungsprozess eher erschweren. Der zweite Faktor sind Angehörige als Experten. Also gedacht wird hier, dass man sowas aufbaut wie eine gemeinsam geteilte Sorgebeziehung, wo man die Angehörigen als Experten für die Bewohner und auch als Advokaten respektiert und auf verschiedenen Arbeitsebenen sich bemüht, mit ihnen zu gemeinsamen Entscheidungen zu kommen. Also auch Pflegeplanungen werden gemeinsam verfasst und Fallbesprechungen werden möglichst zusammen durchgeführt. Das ist der zweite Mechanismus, der zu einer hohen Lebens- und Pflegequalität führt. Dann die dritte, da gehen wir jetzt eher so ins Team. In der dritten Hypothese, da geht es um die Wechselseitigkeit im Team, also letztlich um die Teamdynamik, um die Teamqualität. Und dafür ist der entscheidende Faktor die Bereichsleitungen. Die sollen also eine gute Kommunikationskultur entwickeln, eine gewünschte Pflegepraxis offen vorleben, ja, dafür Sorge tragen, dass alle Teammitglieder über einen gemeinsamen Wissensfundus verfügen. Die Mitarbeitenden lernen, sich aufeinander zu verlassen, einander zu vertrauen, Konflikte auszutragen, respektvoll miteinander umzugehen, einander zu helfen und füreinander Sorge zu tragen. Also eine solche Teamdynamik, die kommt also Mitarbeitenden und Bewohnern in gleichem Maße zugute. Und solcherlei Teams, die lernen besser und kooperieren besser. Entscheidend dafür sind die Wohn- oder Pflegebereichsleitungen. Der vierte Faktor, das nennen Sie Autonomie in der täglichen Arbeit. Also sind diese Faktoren, die wir oben genannt haben, also der Bewohner steht im Mittelpunkt, die Angehörigen werden als Experten genutzt, die Wechselseitigkeit im Team ist sehr hoch. Dann kommt der dritte Aspekt, wenn ich all diese drei Dinge habe, dann wächst die Autonomie. Das heißt, die Mitarbeiter haben größere Sicherheit und Selbstvertrauen in dem, was sie tun. Sie können den Herausforderungen besser begegnen, sehen sich in ihrer Kompetenz gestärkt. Und das wiederum erhöht die Fähigkeit, die Pflege zu individualisieren. Ja, und je mehr ich in der Pflege das machen kann, was ich fachlich und sachlich für richtig halte, desto mehr wächst die, so nennt man das, intrinsische Arbeitszufriedenheit. Das heißt, ich kann so arbeiten, dass es den Bedürfnissen des Bewohners und meinen eigenen Ansprüchen optimal genügt. Und wenn das so klappt, also wenn jeder hochindividualisiert pflegen kann, dann kommt das wiederum dem Team zugute, da das Team insgesamt auf die individuellen Kompetenzen und verschiedenen Begabungen der Teammitglieder zurückgreifen kann. Das wiederum erhöht die Anpassungsfähigkeit des gesamten Teams. Also je individueller, je autonomer und kompetenter die einzelnen Pflegenden ihre Arbeit erledigen können, desto höher ist die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Gruppe. Auch hier wird wieder vermutet und auch teilweise begründet, dass das in kleinen Gruppen besser klappt als in großen Teams. Ja? Und gut, wenn so ein Team sich diese Kompetenz als Kollektiv erarbeitet hat, dann schafft das auch einen hohen Grad von Anerkennung und Berufsstolz in der Pflege. Ja, daraus resultiert dann letztlich, oder ein weiterer Kontextmechanismus, der dann reingreift in diese Prozesse, ist die Anerkennung und Belohnung.
Also Leitende nehmen die geleistete Arbeit individuell wahr, würdigen sie, interessieren sich für die Details der Arbeit, arbeiten eng mit den Mitarbeitern zusammen, um die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen. Die Mitarbeitenden fühlen und erleben, dass ihre Meinungen geschätzt und gefragt sind. Und emotional belastende Erfahrungen werden geteilt mit dem Ziel, gemeinsam aus ihnen zu lernen. In dieses gesamte Feld hinein kommen dann natürlich Fort- und Weiterbildungen und auch Pläne immer wieder für eine Karriereplanung. Interessant ist, dass in diesen Aspekten Anerkennung und Belohnung die Bezahlung bislang in der Forschung eine eher untergeordnete Rolle spielt. Gut, und dann letztlich sechstens die kulturelle Kompetenz. Also die Autoren rechnen damit, dass die Pflege und die Teams kulturell immer diverser ausfallen und dass ein wechselseitiger Respekt für unterschiedliche Kulturen und die aus diesen stammenden Wahrnehmungen, Empfindungen, Erfahrungen und Urteile von zentraler Bedeutung sind. Also das bedeutet, je kulturell diverser ein Team ist, desto höher ist ja auch die Bereitschaft, die individuellen Bedürfnisse der Bewohner wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Das heißt, kulturelle Diversität pflegt oder berücksichtigt eigentlich auch die Fähigkeit, Bedürfnisse wahrzunehmen und auch zu erfüllen. Ja, die Autoren halten diese sechs Konfigurationen für entscheidend. Ja, die sind eng miteinander verbunden, aber alle haben einen, wenn man will, roten Faden, nämlich ein gutes Leitungs- und Führungsverhalten, das den effektiven Nutzen von Ressourcen ermöglicht, die Beziehungen zueinander und miteinander stabilisiert und damit ein Verhalten seitens der Mitarbeiter begünstigt, das eine hohe Lebens- und Pflegequalität zum Ergebnis hat. Also das Leitungsverhalten, insbesondere der Pflege- und Wohnbereichsleitung, wird hier als zentraler Schlüssel für die Entwicklung dieser Mechanismen beschrieben. Dazu ist natürlich eine ausreichende Anzahl von Mitarbeitern mit einem Skillmix notwendig, aber die Autoren sind darüber sich einig, dass man dies im Moment quantitativ nicht wirklich gut belegen kann. Siehe oben. Ja, im Ausblick fragen sich die Autoren, welche Art von Leitungs- und Führungskompetenz denn da jetzt besonders erfragt ist und ob es eben auch vielleicht in der Gerontopsychiatrie eines besonderen Leitungsstils und einer besonderen Führungskompetenz bedarf. Ne? Insgesamt hat Leitung bei der Verantwortung, immer wieder Kontexte zu schaffen, in denen sich die notwendigen Kompetenzen aufbauen kann. Und diese Kompetenzen sind wiederum wichtig, um qualitativ hochwertige Pflege zu leisten. Insgesamt kann man also die Qualitätsfrage nicht auf die Frage reduzieren, ob es genügend Mitarbeiterinnen hat, sondern ob der jeweilig vorhandene Kontext ausreicht, um die genannten sechs Mechanismen in Gang zu setzen. Das führt jetzt zu einer wichtigen Konsequenz, nämlich, dass einheitliche Personalanhaltszahlen nicht wirklich sinnvoll sind. Vielmehr muss in jedem Fall individuell geschaut und immer wieder neu geschaut werden, was notwendig ist, um einen Kontext zu schaffen, der den beschriebenen sechs Mechanismen zu wirken erlaubt. Also, so kann es sein, dass die Aufnahme von Klienten mit einem besonders hohen Begleitungsbedarf, zum Beispiel Menschen mit sehr schwierigen Verhaltensweisen, den Teamkontext derart belasten, diese Aufnahme des Teams derart belastet, dass eine 1:1-Betreuung installiert werden muss, um überhaupt die Wirksamkeit der oben geschriebenen Mechanismen zu erhalten. Das heißt, einige wenige Bewohner mit einem sehr schwierigen Verhalten können diese Kontexte und diese Mechanismen sprengen und damit letztlich die Qualität massiv absinken lassen. Oder ein anderes Beispiel: Personen mit der Tendenz, den Pflegebereich unbeaufsichtigt zu verlassen, mögen in einer offenen Einrichtung eine höhere Anzahl von Personal begründen als in einer Einrichtung mit einem geschützten oder geschlossenen Bereich. Also auch das ist eine interessante Frage, dass die jeweilige Größe, Konstellation, Ausrichtung der Einrichtung eigentlich jeweils unterschiedliche Personalberechnungen erforderlich macht. Also die Frage nach der Anzahl ist damit nur ein wichtiger Faktor unter vielen.
Nicht sinnvoll dagegen ist es anzunehmen, dass jeder gerontopsychiatrische Bereich, ganz gleich wie groß er ist, an welchem Ort er ist, mit welcher Klientel er bestückt ist, mit welcher Geschichte, nach denselben Kriterien eine Personalzuweisung erhält. Das hätte man natürlich gerne, aber das ist eben so eine gleichmachende Annahme, wo die Autoren sagen, das funktioniert nicht wirklich. Es kommt also demnach, und da sind wir wieder ja, beim zentralen Punkt, es kommt demnach auf eine kompetente, fachlich hoch anspruchsvolle Begründung des jeweiligen Pflege- und Betreuungsaufwandes im Kontext der jeweiligen Einrichtung an. Also die Begründungsfähigkeit dessen, was in diesem Kontext an Personal notwendig ist, um diese 6 Mechanismen in Gang zu bringen, damit eine gewisse stabile Pflege- und Lebensqualität erzeugt werden kann. Das ist eigentlich immer wieder neu fachlich und kompetent zu begründen und darzustellen. Ja, war soweit mal diese beiden Studien. Die können Sie wie immer schriftlich nochmal nachlesen auf unserer Website, auf unserem Blog. Und wir würden uns natürlich wie immer über Ihre Kommentare, Kritiken, Anregungen sehr freuen. Schauen Sie auch mal unter die anderen Beiträge, die wir da so haben. Inzwischen hat sich doch über die fast schon 3 Jahre so einiges gesammelt. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit im Jahr 2022 und bis zum nächsten Mal. Ja, soweit Christian Müller-Ergel zum Zusammenhang von Personal, Personalanzahl und Lebensqualität. Ich denke, da gibt es viel zu diskutieren. Kommen wir zum letzten Beitrag, der, da warne ich Sie vor, ausgesprochen lang ist. Christian und ich haben in unserer Serie Haustheater, nehmen wir uns ja immer ein Thema vor, über das wir diskutieren, uns dieses Mal das Thema der Versorgung und Betreuung von Menschen mit frontotemporaler Demenz gewidmet. Und das ist ein schwieriges Thema, zum einen, weil man relativ wenig weiß über die pflegerische Versorgung, und auf der anderen Seite ist es aber auch ein sehr wichtiges Thema, weil es eine große Besonderheit ist, die aber Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, vor riesige Herausforderungen stellt. Insofern, Sie müssen es nicht am Stück hören. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie es tun. Es ist eine knappe Stunde geworden. Wir wissen immer vorher nicht, wie lange es am Ende dauert. Ich glaube, es ist eine Menge drin, über das man nachdenken kann, über das man auch anderer Meinung sein kann. Also viel Spaß beim Haustheater. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben heute zu unserem Haustheater. Die uns länger verfolgen, wissen, das Haustheater ist eine Serie, die wir machen, in der der Christian und ich ein Thema miteinander diskutieren. Manchmal sind wir einer Meinung, manchmal sind wir unterschiedlicher Meinung. Genau darum machen wir dieses Format. Wir selber wissen am Ende nicht, wie lange es dauert, wie lange wir darüber reden oder nicht. Sie können sich solche Videos, wenn sie länger dauern, natürlich auch in mehreren Etappen anschauen. Aber heute geht es um ein Thema, was kein Nischenthema mehr ist, weil es extrem wichtig ist in der Versorgung und Betreuung von Menschen mit Demenzerkrankungen. Heute geht es um eine spezielle Demenzform oder an Personen, die eine spezielle Demenzform haben, nämlich die frontotemporale Demenz. Von der frontotemporalen Demenz, wir haben ca. 1,6 Millionen Menschen mit Demenz in Deutschland. Davon haben 70% circa, schätzt man, eine Alzheimer-Demenz. Und bei den frontotemporalen Demenzen haben wir keine genauen Zahlen. Wir schätzen zwischen 2 und 9% der Menschen mit Demenz, also maximal 30.000 Personen, die es betrifft. Auch wenn es eine relativ im Vergleich zur Alzheimer kleine Gruppe ist, ist es eine Gruppe von Menschen mit einer Demenzerkrankung, die unglaubliche Anforderungen stellt an das sie betreuende Umfeld. Und worum wir uns heute kümmern wollen, ist, dass wir uns einmal anschauen, oder ich fange noch etwas früher an. Wir sind auf dieses Thema gekommen, weil der Christian in verschiedensten Einrichtungen war und dort mit Menschen zusammen gesprochen hat und gearbeitet hat, die Menschen mit frontotemporaler Demenz versorgen. Und da sind besondere Probleme natürlich aufgetaucht. Wir beide, Christian und ich, haben dieses Thema schon vor langer, langer Zeit einmal in einer Tagung bearbeitet, an der Uni Wittenherdecke damals noch. Wir werden auch unter diesem Beitrag eine Präsentation, die Christian damals gehalten hat, anhängen und zusätzlich zu anderem Material.
Das Besondere bei frontotemporalen Demenzen sind eben halt die besonderen Herausforderungen. Welche das sind für Pflegende, für Betreuende, werden wir natürlich jetzt gleich noch ein bisschen näher besprechen. Und uns geht es darum, wie oder welche Art und Weise, was sind die Probleme, welche Art und Weise ist vielleicht die beste, und wollen am Ende auch nochmal so etwas wie eine Systemfrage stellen, nämlich die Frage, was für eine Einrichtungsform wäre unter Umständen die richtige? Haben wir passende Einrichtungsformen zur Versorgung und Betreuung von Menschen mit frontotemporaler Demenz oder nicht? Um das Ganze noch einmal einzuordnen, möchte ich gerne auf eine Studie hinweisen oder aus einer Studie ein Ergebnis zitieren, einer niederländischen Studie aus dem Jahre 2006. Und dort hat man mal verglichen, und zwar waren das allerdings Verwandte und Bekannte, also pflegende Angehörige von Menschen mit Alzheimer und Menschen mit frontotemporaler Demenz. Und man hat also geschaut, wer von ihnen hat das größte Leid oder wie sieht die Lebensqualität dieser Versorgenden aus. Und dabei ist herausgekommen, dass Menschen, die ihre Angehörigen mit frontotemporaler Demenz versorgen, die viel stärkere Belastung haben als Versorgende von Menschen mit Alzheimer. Und auch deren Lebensqualität ist niedriger. Aber die niedrigste Lebensqualität haben Versorgende von Menschen mit frontotemporaler Demenz, die in Altenheimen sind. Also die sie gar nicht mehr zu Hause versorgen, sondern die in Altenheimen sind. Und einer der Gründe, die dort angeführt werden, ist, dass es unglaublich schwer ist, passende Einrichtungen zu finden, die sich damit auskennen und womit Angehörige zufrieden sein können. Also diese beiden Fragen wollen wir stellen. Einmal die direkte Versorgung, über die wollen wir diskutieren, und wir wollen vor allen Dingen dann auch diskutieren in einem zweiten Schritt darüber, welches eben halt die richtige Versorgungsform im Sinne eines ambulanten oder eines stationären Systems ist. Das vielleicht, und zu Beginn gleich nach einem kurzen Fallbeispiel von Christian möchte ich einmal ganz kurz überhaupt über frontotemporale Demenzen informieren, für die es noch nicht wissen, und verweise dort aber auch nochmal auf Quellen. Um jetzt tiefer ins Thema reinzukommen, würde ich den Christian einmal bitten, vielleicht einmal kurz ein kurzes Fallbeispiel zu erzählen, zu nennen, über Menschen mit frontotemporaler Demenz. Christian, bitteschön. Ja, okay. Schönen guten Morgen oder guten Tag nochmal in der Runde. Ein ganzes Fallbeispiel wäre jetzt zu komplex. Aber ich dachte mir, ich schildere mal so drei klassische Situationen, ja, im Pflegealltag. Die erste Situation, selber so erlebt, das ist ein Herr, der kommt in den Aufenthaltsraum, dort sitzt eine Dame im Rollstuhl, er geht auf diese Dame zu, packt sie und setzt sie auf den Boden. Die Dame schreit und tobt, aber er setzt sich in den Rollstuhl und schaut ganz zufrieden in die Gegend. Und dass die da so schreit, das tangiert ihn überhaupt nicht. Und an einer gewissen Zeit steht er wieder auf und geht weg. Und ist aber weiterhin sehr frohgemunter Stimmung. Zweites Beispiel, auch wiederum ein Herr, der so durch den Bereich geht und alles sammelt, was er findet. Obst und Brillen und Etuis und Medikamente und was er da so findet. Und dann geht er ans Fenster und schmeißt das dann alles raus. Ja, also der sammelt, hat so seine Tasche, sammelt er, und dann geht er an irgendein Fenster und fängt an, diese Dinge nach draußen zu schmeißen. Und ob da unten jetzt jemand ist oder jemand verletzt wird oder ob es sich um persönliche Gegenstände handelt, die vielleicht auch für andere wichtig sind, wie Brille oder so etwas, das tangiert ihn nicht. Als letztes Beispiel, das dann gibt jetzt unmittelbar die Pflegenden. Das ist eine Person, die so, ja, ich sag mal, wie so in ihrem eigenen Kosmos hin und her läuft und sich manchmal auf den Boden setzt und dann in unterschiedliche Zimmer geht und dort so guckt, Dinge mitnimmt. Und solange diese Person ungestört so läuft, ist alles okay. Aber manchmal ist es so, dass diese Person sich einstuhlt und dann entsteht natürlich aufgrund der Großbelästigung und auch der, sag mal, der Selbst- und Fremdgefährdung die Notwendigkeit, sie zu versorgen. Aber in dem Moment kann er das nicht zulassen. Ja, das heißt, die Pflegenden kommen dann nochmal später, aber bei Stuhlinkontinenz kann man jetzt auch nicht mal einen halben Tag warten. Und dann kommt es oft zu sehr gefährlichen Szenen, sowohl für die Personen wie auch für die Pflegenden, weil jede Form der Annäherung außerhalb des Hauptrhythmuses dieser Person sofort zu einem massiven, wie instinktiven Abwehrhandeln führt und die Verletzungsgefahr für Pflegende, aber auch für die Person sehr groß ist. Das sind mal so drei Beispiele.
Okay. Ja, Dankeschön. Ich will noch mal einmal ein bisschen einführen, worum geht oder was ist überhaupt die frontotemporale Demenz? Mittlerweile hört man das Wort relativ häufig. Vielleicht, was man wissen muss, ist, dass die frontotemporale Demenz nur eine von drei Formen frontotemporal-lobärer Degeneration ist. Auch die, die am häufigsten vorkommt, die frontotemporale Demenz. Die beiden anderen, die es noch gibt, ist die progrediente nichtflüssige Aphasie. Das ist sozusagen mit kaum Verhaltensauffälligkeiten versehene Form. Und das ist so eine stockende, nicht flüssige Sprachstörung vor allen Dingen. Und die semantische Demenz, dort wird einfach das Gedächtnis für oder das Wissen um Gegenstände, um Gesichter, um Bezeichnungen leidet dort immer mehr. Bei allen drei Formen der frontotemporalen Demenz geht es um den Untergang von Nervenzellen im Stirnhirn, also Frontalhirn, und in den Schläfenlampen, den Temporalhirn. Da geht es bei allen dreien Formen drum. Und vermutlich geht es um eine, oder die Ursachen sind noch relativ im Dunkeln. Es geht um eine Ablagerung unterschiedlicher Eiweißstoffe. Auch dort ist die Rede vom Tau-Protein und von dem sogenannten, ich habe es mal aufgeschrieben, TDP43-Protein. Muss man sich vielleicht an der Stelle nicht merken. Das Besondere an frontotemporalen Demenzen, über die wir sprechen wollen, ist, dass das Durchschnittsalter der Erkrankung liegt bei etwa Mitte 50, 55, 58. Das ist die einzige Demenzform, die vor dem 60. Lebensjahr genauso häufig stattfindet wie die Alzheimer-Demenz. Also das, während ansonsten alle anderen Demenzformen ja mit zunehmendem Alter die Häufigkeit steigt, ist eben halt die frontotemporale Demenz eine Demenz, die eben halt relativ jung beginnt und damit natürlich auch ganz eigene Herausforderungen hat. Sie müssen sich einfach nur vorstellen, wenn Sie Mitte 50 sind, dann haben Sie häufig noch Familie, die Sie versorgen müssen. Sie sind noch im Berufsleben. Also viele Dinge sind anders, als es beispielsweise bei der Alzheimer-Demenz ist. Und das eine der großen Besonderheiten bei der frontotemporalen Demenz ist natürlich die, dass die Gedächtnisstörung, die sonst als Leitsymptom für quasi alle Demenzen gilt, dass diese Gedächtnisstörung entweder gar nicht oder häufig erst relativ spät im Laufe der Erkrankung eintritt. Und das ist einer der Gründe dafür, dass diese Störung oder dass dieser FTD häufig sehr spät erst diagnostiziert wird. Und das ist nochmal, weil es häufig für Psychosen gehalten wird oder andere Dinge, die stattfinden können. Wen trifft es? Das ist vielleicht noch wichtig. In etwa 10% der Fälle frontotemporaler Demenzen spricht man von einer autosominal dominanten Vererbung. In 10% der Fälle ist es sicher, dass es so ist. Das bedeutet also, wenn einer der beiden Verwandten ersten Grades, also der Eltern, eine frontotemporale Demenz hat, bei diesen 10% ist es so, dass in 50% der Wahrscheinlichkeit die Kinder auch eine haben. Und das ist natürlich nochmal ganz wichtig, weil die Frage von Vererbung spielt bei Demenz für Angehörige häufig eine unglaubliche Rolle. Während man bei Alzheimer dort relativ beruhigen kann, ist es eben halt bei frontotemporalen Demenzen anders. Die Leitsymptome, das ist extrem wichtig. Wir haben gesprochen, erst wesentlich später die Gedächtnisstörung, aber vor allen Dingen spricht man bei frontotemporalen Demenzen von Veränderung der Persönlichkeit und des Sozialverhaltens. Und das gibt große Herausforderungen für Jungen. Also Beispiele dafür, eine große Taktlosigkeit unter Umständen. Auf der einen Seite Desinteresse an der eigenen Familie oder an Hobbys, die man jahrelang gepflegt hat. Und auf der anderen Seite, also Antriebslosigkeit, Apathie oder auch sozusagen fast das Gegenteil, Enthemmung, Distanzlosigkeit und andere Dinge. Christian hat ja schon etwas geschildert. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Reizbarkeit, Aggressivität, sexuelle Enthemmung kommt bei manchen vor. Häufig mangelnde Körperhygiene, motorische Unruhe, ritualisiertes Verhalten, also immer wiederkehrende Verhaltensweisen, und der Sprachantrieb nimmt bei vielen im Fortlauf der frontotemporalen Demenz ab. Während wir bei Alzheimer zumindest zwei Medikamentengruppen, die zugelassen sind, sozusagen die gegen die Demenzerkrankung wirken sollen, nämlich die Cholesterin-Esterase-Hämmer und die Memantine-Produkte, weiß man, dass diese Medikamente bei der frontotemporalen Demenz überhaupt nichts nutzen, sondern eher kontraindiziert sind. Man vermutet einen Serotoninmangel. Daher gibt man häufig Menschen mit FTD Antidepressiva, serotonerge Antidepressiva, zum Beispiel Citalopram oder ähnliches, oder auch Antipsychotika bei Unruhezuständen und anderem. Aber die typischen Alzheimer-Medikamente wirken dort nicht. Und vielleicht abschließend noch, das waren jetzt die medikamentösen, bei den nicht-medikamentösen Therapien spricht man natürlich von der Sinnhaftigkeit einmal von Logopädie,
Ja, natürlich. Wir wissen, dass es eben halt die Sprache auch beeinflusst bei allen drei Formen der Degeneration. Krankengymnastik, weil es häufig eine Steifigkeit gibt, und auch Ergotherapie, weil es häufig darum geht, den Alltag weiterhin zu gestalten. Konkrete Hilfsmaßnahmen für Pflegende, professionell Pflegende sowie für nicht professionell Pflegende, wo man sagt, die sind speziell für Menschen mit frontotemporaler Demenz sinnvoll, werden kaum empfohlen in der Literatur, finden Sie nicht. Überhaupt, und das ist, und dann würden wir dann in die Diskussion jetzt übergehen, überhaupt ist es so, dass wenn Sie, ich habe mir die Studienlage nochmal angeschaut, und wenn Sie sich die Studien anschauen, finden Sie relativ viel Material dazu, wie es Angehörigen von Menschen mit frontotemporaler Demenz geht, aber Sie finden fast nichts oder relativ wenig darüber, wie professionell Pflegende beispielsweise in Institutionen damit umgehen können, sollten. Ich habe ein paar Fallbeispiele gefunden. Ich hänge auch noch mal ein bisschen Literatur, hängen wir noch mal an diesem Beitrag an, aber da ist, sagen wir mal, eher tiefste Diaspora, was das angeht. Also da gibt es einen riesigen Forschungsbedarf, gerade für die Pflegewissenschaft in diesem Bereich. So, gehen wir, das war jetzt noch mal vorab, auch das packen wir Ihnen noch mal drunter und ich empfehle Ihnen noch mal Quellen dazu. Das mache ich an dieser Stelle vielleicht einmal schon mal. Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft, die seit vielen, vielen Jahren in diesem Feld unterwegs ist, auch der frontotemporalen Demenzen, hat in meinen Augen sehr gute Broschüre zu diesem Thema gemacht. Die Frau Diel Schmidt von der TU München, die eine der Expertinnen in Deutschland im Bereich der frontotemporalen Demenzen, war mitverantwortlich dafür. Dort finden Sie zumindest erstmal einen guten Einstieg noch mal. Also ich weiß nicht, wie stark diese Themen beispielsweise in der Pflegeausbildung behandelt werden, diese Spezialthemen wie frontotemporale Demenz. Ich vermute relativ wenig, aber da gehört es eigentlich hin. Also wenn Sie einen Einstieg brauchen, schauen Sie sich mal derartige Materialien an. So, das dazu. Christian, was würdest du sagen, wie gehen wir jetzt mal... Denn klassischerweise landen diese Menschen entweder erstmal in Psychiatrien oder sie gehen direkt in ein Altenheim, wenn es zu Hause nicht mehr geht. Ich habe von den großen Herausforderungen gesprochen. Was sind die größten Herausforderungen für professionell Pflegende? Was würdest du sagen? Die größte Herausforderung für professionell Pflegende würde ich da so beschreiben, dass die in dem Kontext der Institutionen nicht die Freiheit und den Spielraum haben, sich ausreichend lange und intensiv und auch exklusiv mit bestimmten Klienten zu befassen. Also nehmen wir mal so eine psychiatrische Abteilung. Dort müssen alle Leute bis 9:30 gewaschen und gefedert und gepudert sein, weil ab 10 Uhr ist Entlassung und Aufnahme. Ja, die Aufnahmesituation bedeutet, ich bekomme Leute, die ich gar nicht kenne, und die muss ich auch erstmal kennenlernen. Also es entsteht also Unruhe, es besteht ein beständiger Wechsel. Und ich habe in so einer psychiatrischen Abteilung natürlich Menschen mit sehr unterschiedlichen alterspsychiatrischen Erkrankungen und habe nur sehr begrenzt die Möglichkeit, mich mit bestimmten Menschen zu befassen. Und meine Hypothese wäre, bei Menschen mit Demenz insgesamt ist natürlich ein individuell personenzentrierter Umgang immer von Relevanz. Und bei Menschen mit Demenz noch einmal in wesentlich gesteigerter Form. Sodass, wenn ich diese Menschen, ich will dazu nachher noch ein bisschen was sagen, wenn die jetzt sich so eingliedern müssen in ein allgemeines Geschehen, also in Rhythmen, in Abläufe, und dieses allgemeine Geschehen den eigenen Rhythmen und Impulsen widerspricht, also wenn ich mir das mal so vorstelle, ein Mensch mit einer frontotemporalen Demenz, der ist sozusagen in seinen Ritualen und in seinen Zwängen und in seinen Impulshandlungen quasi wie eingekapselt, ja, so ein bisschen so ein Closed-In-Idee. Und jetzt plötzlich soll der aber zur Toilette und jetzt soll der aber zum Arzt untersuchen und jetzt soll der zur Blutabnahme und jetzt soll dies und jenes. Das stört sozusagen beständig seine Kreise. Und als Pflegekraft... Dazwischen,
Ist das denn ein spezielles Problem vom Mensch mit frontotemporaler Demenz? Das ist doch etwas, was andere auch beschreiben. Auch, aber ich glaube, es ist bei der frontotemporalen Demenz nochmal in besonderer Weise akzentuiert. Ich fand das zum Beispiel sehr spannend und das fand ich einen ganz hilfreichen Gedanken in der Diskussion mit den Damen von Wohlbedacht in München. Und die haben nochmal auf etwas hingewiesen, was ich auch schon wusste, aber was mir in seiner Bedeutsamkeit noch nicht so eingeleuchtet hat, die stellen eine große Analogie her zum Autismus oder zum autistischen Spektrum. Und jetzt kann man sich mal überlegen, wenn du so ein, ich meine, das ist ja so, dieses autistische Spektrum ist ja sehr groß, aber was ja bekannt ist, ist, dass du auch ein Mensch, ein Kind mit dem Autismus nicht so einfach auf dein Handlungsprogramm kriegst. Also ist es morgens um 7 Uhr jetzt aufstehen, frühstücken und dann geht's ab in die Schule. Das funktioniert so nicht, sondern du musst sozusagen dich einlassen auf die individuellen Rhythmen, die dieses Kind hast, bis du dadurch, wenn du dich sehr fein abgestimmt hast, sozusagen mit dem Kind zusammen in eine gemeinsame Handlungslogik einsteigen kannst. Diesem Verdacht sind wohl einige Forscher aus den USA nachgegangen und die haben die Vermutung, dass ungefähr dieselben Hirnbereiche, die oft im Autismus-Spektrum betroffen sind, eben genau auch bei der frontotemporalen Demenz betroffen sind. Insofern ist die Analogie nicht so ganz weit hergeholt. Und das würde heißen, ich müsste eigentlich über einen längeren Zeitraum sehr intensiv einen Menschen kennenlernen, seine Rhythmen, seine Muster, seine Reaktionsweisen, Auslöser, die ihn irgendwie irritieren, um dann mit ihm zusammen sowas wie eine Versorgungslogik zu entwickeln. Und dafür haben wir in den vorhandenen Institutionen schlichtweg nicht den Rahmen. Ich würde gerne mal, weil du sie schon genannt hast, diese Institution Wohlbedacht, vielleicht sagst du mal einmal, weil wir sie jetzt einmal genannt haben, schon mal drei Worte zu dieser Institution selber. Also offen gestanden, die Institution kenne ich jetzt nicht so gut wie die beiden Damen, mit denen ich gesprochen habe, aber sie wurden mir von der Alzheimer-Gesellschaft empfohlen. Und das ist eine Einrichtung, die sich sowohl im stationären wie im teilstationären Bereich in besonderer Weise spezialisiert hat, mit frontotemporal erkrankten Menschen sozusagen einen stabilen Alltag aufzubauen. Wir werden auch für Sie, liebe Zuhörer, die Referenz geben wir durch. Mal verlinken, damit man das findet. Ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, was du gerade gesagt hast. Die Leute haben ihre festen Rituale. Also das, was du beschreibst, sind alles Probleme, die wir auch von anderen Menschen mit Demenz kennen, die wir kennen beim Umzug ins Altenheim. Wir empfehlen ja auch immer, dass man die Leute zunächst eigentlich erstmal in ihrer eigenen Umgebung kennenlernen muss, bevor man sie aufnimmt. Ja. Würdest du sagen, das ist aber dann bei frontotemporaler Demenz noch verschärft? Oder ja, genau. Also ich würde sagen, frontotemporale Demenz oder Degeneration ist vom Umgang, von der Kommunikation, von der Interaktion nochmal eine entscheidende, wenn du willst, Potenzierung der Demenzproblematik insgesamt. Weil das, was hier vor allen Dingen betroffen ist, das ist die sogenannte automatisierte soziale Reaktionsweise. Ja, also ich gebe jemandem die Hand, der gibt mir auch die Hand. Ich begrüße den, der begrüßt mich zurück. Und wir haben also eine Art Erwartungserwartung von sozialer Resonanz, von Sozialverhalten. Und diese Dinge, die sind weitgehend automatisiert. Also wir gehen im Grunde genommen immer davon aus, dass andere Menschen ähnlich ticken wie wir, bis zum Erweis des Gegenteils. Und wir können und wir können antizipieren, wie jemand reagiert. Genau. Das ist der Grund, warum man auch Literatur zu frontotemporaler Demenz und Theory of Mind findet. Ja, ganz richtig. Wir gehen immer von so einer Ähnlichkeit aus und können uns ja auch einfühlen. Also wenn jemand sich verletzt, dann sagen wir auch, das heißt, das ist diese Spiegelneurone, die in uns sofort so ein ähnliches Gefühl erzeugen. Aber über die Theory of Mind ist mir immer noch klar, ich bin nicht der. Ja, also ich fühle den Schmerz, ohne ihn zu haben, so sage ich das mal. Ne? Ja. Und genau diese Zusammenhänge, also diese Aspekte, die mit sozialer Kognition zu tun haben, die sind eben in der frontotemporalen Demenz wesentlich noch sehr viel stärker eingeschränkt, wobei man sagen muss, dass auch Menschen mit einer Alzheimer-Demenz, die frontotemporal betont ist, die sogenannte behaviorale Variante der Alzheimer-Demenz, oft von der FTD kaum zu unterscheiden ist, in Bezug auf ihre Schwierigkeiten im Umgang. Das heißt, da gibt es so, man könnte ja auch sagen, so eine Art Spektrum,
ja, innerhalb der Demenz, wo die soziale Kognition besonders betroffen ist. Hier noch ein Wort dazu. Viele Menschen, also wenn man sich die 6 verschiedenen kognitiven Funktionen anschaut, die man so nach DSM-5 unterscheidet, dann ist in der Alzheimer-Demenz die soziale Kognition noch am längsten von allen erhalten. Das heißt also, in der klassischen Alzheimer-Demenz, die nicht frontotemporal betont ist, bleibt die soziale Kognition länger erhalten und deswegen ist die Versorgung auch leichter, weil ich da von ausgehen kann, durch Validation, durch angemessene Stimulation, durch einen freundlichen Umgang, doch in eine gewisse Parallelität, in eine Synchronisierung, in ein gemeinsames Handeln zu kommen. Und genau diese Vorgänge, die sind eben mit frontotemporal betonten Demenzen besonders schwer. Und das ergibt die Schwierigkeit im Umgang und in der Pflege. Ich möchte noch mal näher, noch mal speziell auf pflegerische Probleme eingehen. Es gibt ja Umfragen, oder die gibt es schon seit langer Zeit, woran professionell Pflegende als erstes denken, wenn sie an Menschen mit Demenz denken oder wo sie die größten Probleme sehen. Dort findet man häufig als unter den ersten dreien schon so etwas wie die Aggressivität. Wobei wir wissen, dass bei Alzheimer-Erkrankten beispielsweise das eigentlich ein relativ kleiner Teil ist der Menschen, die wirklich aggressiv sind und viel mehr zum Beispiel unter Depressivität ein, wo man spricht 50-60% der Leute. Wenn man über frontotemporale Demenz liest oder hört, dann, so wie du es gerade beschrieben hast, durch sozusagen durch die Beschädigung des Frontallappen spricht man ja immer von dem Verlust der Fähigkeit zur Empathie beispielsweise. Es spielt ein bisschen in die gleiche Richtung, über die wir gerade über Theory of Mind gesprochen haben. Das ist also diese Idee zu fühlen, was der andere fühlt und sich gleichzeitig sozusagen aber bewusst zu sein, dass man nicht der andere ist, aber auch so etwas wie Mitgefühl zu haben. Und genau das scheint ja bei vielen oder bei einigen Menschen mit frontotemporaler Demenz in besonderem Maße betroffen zu sein, dass man diese Fähigkeit nicht mehr hat, was häufig oder was offenbar dazu führt, dass manche Menschen mit frontotemporaler Demenz zu Wutausbrüchen, Aggressionen leiden oder und Pflegende und Betreuende, sowohl professionell als auch Angehörige, die pflegen, darunter in besonderem Maße leiden. Ja. Du hast mit Leuten gesprochen, die Menschen mit frontotemporaler Demenz betreuen. Ist dort die Aggressivität und auch die körperliche Aggressivität, vor der wir ja alle zunächst erstmal Sorge und Angst haben vor körperlicher Aggressivität von anderen, ist das ein großes Thema bei den Menschen in der direkten Versorgung? Also was so die Menschen, die da jetzt Erfahrung gesammelt haben, sagen, ist, dass die ersten 4 bis 6 Wochen eine kritische Zeit darstellen. Weil man zum einen die Menschen kennenlernen muss, aber die anderen, also die Menschen mit frontotemporaler Demenz, einen auch kennenlernen, aber eben nicht so sehr über die üblichen Kanäle von kognitiven Modellen, sondern eher über prozedurale Modelle. Das heißt, je mehr ich mich denen anpasse und annähere, je mehr ich ihre Reaktionsweisen verstehe, je mehr ich ihre Impulse berücksichtige, desto weniger kommt auch aggressives Verhalten auf. Das heißt also, ich muss lernen, nicht die Kreise dieser Menschen zu stören, sie sozusagen sehr feinsinnig zu begleiten. Und je mehr mir das gelingt, desto weniger kommt es auch zu aggressiven Situationen. Und deren Vorstellung ist, wenn die aggressiv werden, dann eigentlich im Sinne einer Angstreaktion, also einer Abwehrhandlung, weil ich nicht verstehe, was der jetzt von mir will. Ja, das wäre ungefähr so, wie wenn wir im Café sitzen und der Ober kommt zu uns und möchte gerne uns die Hose wechseln. Dann würden wir auch sagen, also hören Sie mal, ja. So, also, die können das also nicht, die können den Kontext nicht einschätzen, die können das nicht verstehen, ne? Und wenn ich also die Leute lasse, ihre Selbstständigkeit unterstütze, Dinge sehr vereinfache, auf bestimmte Tätigkeiten auch verzichte, zum Beispiel sie in ihrer Kleidung schlafen lasse oder sie auf dem Boden krabbeln lasse oder ihnen Dinge anbiete, die sie aus dem Fenster werfen können, ohne dass sie damit andere verletzen. Also je mehr es mir gelingt, desto mehr merken diese Menschen auf so einer untergründigen, prozeduralen Ebene,
ja, das klappt hier, das gelingt hier, das funktioniert hier, die wollen mir nichts, die ermöglichen mir das, aber das ist nicht so ein kognitives Konstrukt, sondern das geht eher auf so einer Ebene der Basalganglien, auf so der elementaren Ebene. Und je mehr es dann gelingt, den Rhythmus der Versorgung auf diese Person einzustellen, desto weniger gibt es Aggressionen. Und die sagen, wenn es viele Aggressionen gibt, dann deswegen, weil man die Möglichkeit nicht hatte, sich derart individuell auf die Person einzustellen. Wie versuchen sich Pflegende zu helfen? Oder hast du die Antwort gerade schon gegeben? Indem ja. Aber dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, also wenn eine der wesentlichen Maßnahmen ist, und da würde ich wiederum sagen, das ist bei Alzheimer-Demenzen vielleicht nicht in so starker Form, aber ähnlich, sich ja, also sozusagen auf die Rituale, auf die Angewohnheiten der Menschen einzulassen, sozusagen. Ja. Was berichten Pflegende, also das ist ja in einer Station mit 30 Leuten, 25 Leuten nicht zu machen. Nicht möglich. Das ist ja schon genauso beim Menschen mit Alzheimer-Demenz nicht möglich. Und ich kann mich erinnern, als wir vor 15 oder 20 Jahren diese große Veranstaltung damals dazu gemacht haben, kann ich mich erinnern, wie eine Vortragende damals gesagt hat, auf einer normalen Station würde mehr als eine Person mit frontotemporaler Demenz sozusagen den Rahmen schon komplett sprengen. So ist es auch. Ja. Ja, genau. Aber wie gehen Pflegende genau mit dieser Situation um, ist die Frage, die ich mir stelle. Also wenn ich merke, ich kann hier diese Abläufe nicht so gestalten, wie ich sie vielleicht gestalten müsste, und daraus resultieren Aggression, Missverständnisse, Aggression auf beiden Seiten unter Umständen. Was können Pflegende machen? Also die Realität ist, dass es dann natürlich zu Zwangsmaßnahmen kommt. Genau. Ja, in irgendeiner Weise. Also entweder durch das Festhalten, ne, das ist so der klassische Dreier, einer links, einer rechts, einer unten rum. Nicht so, wie er ja von manchen auch empfohlen wird und die, ich sag mal, in einer Notsituation auch verständlich sind. Also wenn derjenige dabei ist, den Code an die Wände zu schmieren, kann ich jetzt auch nicht erstmal eine halbe Stunde lang mit ihm zusammenlaufen und gucken, dass ich seinen Rhythmus so eingehe. Ja, also es gibt Grenzsituationen, wo ich tatsächlich auch vielleicht mit einer Zwangsmaßnahme reagieren muss. Aber man muss natürlich immer sagen, jede Zwangsmaßnahme untergräbt natürlich das Vertrauen. Ja, ist im Grunde genommen wie eine Traumatisierung, die ja auch im Prozeduralgedächtnis gespeichert wird und wird die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige bei der nächsten Annäherung wieder automatisiert mit Abwehrimpulsen reagiert, erhöhen. Das heißt also, ich muss dann die Zwangsmaßnahme durchführen, komme aber in einen Teufelskreis, der letztlich zu einer beständigen Verschlechterung der pflegerischen Situation führen wird. Unabhängig natürlich davon, dass das natürlich den Pflegenden auch nicht im Hemd stecken bleibt. Ja, also solche Zwangsmaßnahmen sind natürlich auch für Pflegende extrem belastend. Da gibt es ja dann in den Psychiatrien die vorgeschriebene Nachbesprechung, wo man das dann diskutiert. Aber ideal ist so eine Nachbesprechung meistens für Schizophrenie-Kranke gedacht, die dann auch an der Nachbesprechung teilnehmen, um dann anschließend wieder ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das kannst du jetzt mit dem FTD-Patienten wahrscheinlich vergessen. Das heißt also, die Nachbesprechung dient nicht dazu, die pflegerische Beziehung wieder zu stabilisieren, sondern eher, um die Pflegenden zu enttraumatisieren. Ja, aber im Grunde muss man doch ehrlichkeitshalber sagen, wir wissen keine, also wir haben solche Ideen davon, wie du gerade geschildert hast und wie ich geschildert habe, eben halt sich an die Menschen eher anpassen. Das sind ja sowieso Grundideen, die wir haben, nicht nur bei Menschen mit Demenz, sondern bei allen Menschen. Die Frage ist eben halt, lassen sich Menschen mit frontotemporaler Demenz oder anderen Demenz in solchen Einrichtungen adäquat versorgen? Das ist die entscheidende Frage. Also, ein Moment, ich wollte noch einen Hinweis geben. Und was ich natürlich wieder mal feststelle, ist, wir haben so eine Art
was die nicht-medikamentösen Therapien, wie sie immer genannt werden, so eine Art von Therapienihilismus auch. Also wir haben nichts bei Menschen. Nein, wir haben nichts. Mit speziell bei Menschen mit frontotemporaler Demenz, außer dem, was die größte Herausforderung an die Pflege ist, nämlich da zu sein und sie darin zu begleiten. In dem und sie sein lassen. Schaden zu nehmen. Ich störe meine Kreise nicht, also ein unterstimulierendes Milieu, in dem die Menschen im Grunde genommen ihren spontanen Impuls folgen können und wo man sie möglichst wenig stört. Und da gibt es zwei Ideen, die ich dann mit den Leuten von Wohlbedacht diskutiert habe. Die fand ich beide interessant. Das eine, was sie sagten, ist, Menschen, die so, die vor allem die behaviorale Variante natürlich haben, in gestufter Form, da bräuchte man sowas wie so ein Assessment Center. Also ein Zentrum, wo diese Menschen für 4 bis 6 Wochen hinkommen und wo man im Grunde genommen ausprobiert, was geht. Also was sind deine Rhythmen, was sind deine Muster, was tut dir gut, wie kann man dich ablenken, auf welche Reize reagierst du, um dann mit einem sehr differenzierten Verhaltensprotokoll diese Menschen vielleicht auch in die häusliche Versorgung oder in eine andere stationäre Versorgung zu entlassen. Ja. Wobei natürlich dann die Frage ist, ob die das machen können. Aber das ist so die eine Idee. Also wenn man will, so eine Art Trainingscenter haben, da könnten auch durchaus mal Angehörige dazukommen, die dann in diesem Trainingscenter zusammen mit diesem Ensemble von Pflegenden und Therapeuten einen Umgang erlernen, der es leichter macht, mit den Menschen in der eigenen Häuslichkeit zu leben. Das finde ich eine sehr gute Idee. Und die zweite Idee wäre, es müsste eben dann, wenn eine häusliche Entlassung nicht möglich ist, eigenständige Einrichtungen mit einem besonderen Versorgungsvertrag geben, die eine wesentlich höhere Personal- und Therapieausstattung haben als die üblichen Einrichtungen der stationären Altenhilfe, wo diese Menschen diese Art von hochindividualisierter Versorgung in einem unterstimulierenden Milieu bekommen. Ja. Und da kann man dann ausprobieren, vielleicht reagiert der eine auf Musik, vielleicht reagiert der andere auf Süßes, vielleicht reagiert der Dritte darauf, dass man ihm Dinge gibt, die er sammeln kann, um sie zu verstecken. Der Vierte, der schiebt vielleicht Möbel ganz gerne durch die Gegend. Der andere, der geht immer in den Garten und gräbt dort alles um, auch wenn es noch lebt. Ja, aber ich entwickle sozusagen individuelle Verhaltensprofile, die ich den Menschen in diesem Rahmen ermögliche. Das ist aber in den momentanen Versorgungsformen der Altenhilfe nicht machbar. Schlichtweg also, nicht machbar. Also auch wenn wir uns hier selbst kannibalisieren und uns selbst das Wasser abgraben, was die Notwendigkeit dieses Videos angeht, all das, was du beschreibst, sind Forderungen, die im Grunde ja für jeden Menschen gelten müssten, ja, der in stationäre Einrichtungen oder ambulant versorgt wird. Der Unterschied scheint zu sein, dass bei unterschiedlichen Demenzformen oder ich sag mal bei unterschiedlichen Erkrankungen die Auswirkungen unterschiedlich hoch, unterschiedlich stark sind. Aber alles das, was du beschreibst, was ja im Grunde das Wesen personenzentrierter Pflege ist, nämlich das Interesse am Gegenüber, was ja im Grunde das Wesen ist, das sind ja Forderungen, die wir seit Jahrzehnten stellen. Und seit Jahrzehnten erzählen wir, also all das, was du sagst, die können eigentlich in der normalen stationären Altenpflege nicht versorgt sein, könnte man auch über 50% der Alzheimer-Kranken sagen, könnte man sogar über Leute sagen, die keine Demenzerkrankung haben, aber dort in den Alten aufgrund von Personalmangel und anderer Dinge nicht vernünftig versorgt werden. Ich will noch mal gucken, wegen dieses Umstandes, was das Besondere daran ist. Also das Besondere an der Versorgung von Menschen mit frontotemporaler Demenz, außer dem sozusagen, dass sie vielleicht in besonders starker Weise darauf reagieren, wenn man sie nicht adäquat versorgt, wie du es gerade beschrieben hast. Und ich glaube, eine der Besonderheiten ist auch wenn das nicht alles ist, aber die Sorge, die Pflegende haben auch vor eskalierenden Situationen. Ich glaube, natürlich. Dass das eine ganz große, also die Eskalation mit den meisten Alzheimer-Erkrankten, die auch vorkommen, ist, glaube ich, nicht so massiv wie die bei Menschen mit frontotemporaler Demenz. Richtig, ja, genau. Na, also ich gebe dir völlig recht. Ich glaube, dass der Umgang
prinzipiell kein anderer ist und dass die Bedürfnisse auch nicht prinzipiell ein anderer sind. Nur, ich sag mal, bei Menschen, die, meine Uhr klingelt dann gerade, aber ist egal. Ja, ist ja, bei mir. Kein Problem. Macht ja nichts. Gleich hat sie ausgeklingelt. Ich glaube, dass man bei Menschen mit einer anderen Form der Demenz mit sozial-psychologischen oder psychosozialen Maßnahmen gut ankommen kann. Also zum Beispiel durch Musik, durch Gemeinsamkeit, durch gemeinsames Kochen, durch gemeinsames Spazierengehen, Zärtlichkeit und Zuwendung, ja auch körperlicher Art, auch mal Witze machen mit Humor, Clownerie, mit all diesen Dingen kann man diese Menschen gut erreichen, kann man sie ablenken, kann man mit ihnen auf eine gemeinsame Handlungsspur kommen und damit so etwas wie Vertrauen aufbauen. Und das ist bei Menschen mit frontotemporaler Demenz auch möglich, aber sehr viel schwieriger. Das ist der Punkt. Sehr viel schwieriger, weil wenn wir nochmal diesen Autismusvergleich bemühen, wobei man muss auch gucken, wie weit der denn greift, dann sind deren Fähigkeiten zur sozialen Wahrnehmung, zur sozialen Kognition wesentlich eingeschränkt. Das heißt, es ist möglich, eine Parallelität zu erreichen, aber nicht zu meinen Bedingungen, sondern zu seinen Bedingungen. Das ist natürlich, weil deine Bedingungen gar nicht begreifen würden. Weil er meine Bedingungen gar nicht begreifen kann. Also das ist natürlich bei Menschen mit Demenz insgesamt so, aber bei Menschen mit frontotemporaler Demenz nochmal in besonders zugespitzter Form. Das heißt, die Eigenweltlichkeit oder dieser Mikrokosmos innerhalb dessen sich diese Menschen bewegen, erlaubt es nicht, dass es eine wechselseitige Anpassung gibt. Ja. Und das ist bei Menschen mit anderen Formen der Demenz bis zu einem gewissen Grad noch möglich. Ja, dass es auch zu einem wechselseitigen Anpassungsprozess. Auch Menschen mit Demenz gewöhnen sich oft an eine stationäre Umgebung, nehmen an Gewicht zu, nehmen an Gruppenangeboten teil, an denen sie vorher nie teilgenommen haben, können eine gewisse Zufriedenheit durchentwickeln. Das heißt, sie kriegen ein Angebot, das aus ihrem bisherigen Leben sie nicht kennen und können sich da anpassen. Und diese Anpassungsfähigkeit an andere, die ist eben in der frontotemporalen Demenz in besonderer Weise beschädigt. Das ist der kritische Punkt. Was ich eben halt seit langer, langer Zeit höre, das ist einmal eben halt diese totale Überforderung von Pflegenden gibt bei der Versorgung von Menschen mit frontotemporaler Demenz. Einmal aufgrund des Zeitmangels, Personalmangels müssen wir nicht weiter ausführen, aber andererseits auch eine stärkere Angst der Pflegenden vor Eskalation natürlich. Bei anderen. Und wir haben gerade auch beschrieben, wie es die Frage, und damit will ich auf den dritten Teil, jetzt wir sind schon relativ weit fortgeschritten, auf den dritten Teil eingehen, sind in deinen Augen Menschen mit frontotemporaler Demenz selbst in guten Heimen zu versorgen? Ja, wenn diese Heime über einen eigenen Demenzbereich verfügen und über jahrelange gute Erfahrungen verfügen, sich auf Menschen, die für uns erstmal fremd sind, einzustellen, dann ist bis zu einem gewissen Grad sind vielleicht 1, 2, 3 dieser Personen, das kriegt man hin. Ja, das hängt aber auch sehr davon ab, wie belastet ist das Team, wie gut haben die Supervision, Fortbildung, wie haben die sich als Team entwickelt. Also das sind diese gesamten Variablen, die eine Rolle spielen. Aber gute Teams, die so eine gute Entwicklung über viele Jahre gemacht haben, können einige wenige Menschen mit frontotemporaler Demenz ganz gut integrieren. Aber das ist so eine Art Schwellenkonzept. Ja? Ja. Wenn dann vielleicht wesentliche Elemente des Teams, also einige wichtige Mitarbeiter gehen, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern, wenn andere Personen vielleicht aufgrund ihres Pflegebedarfs auch eine höhere Bedürftigkeit entwickeln, dann kann die Balance kippen. Aber ich verstehe deine Antwort. Vielleicht muss ich die Frage auch noch mal anders stellen. Was wäre in deinen Augen die beste Versorgung
für Menschen. Die beste Versorgung wäre aus meiner Sicht, dass man regionale Zentren hat, also vielleicht eine fürs Ruhrgebiet und eine für Rheinland und eine für Westfalen oder so in der Art. Ja. Also das mal von den Landschaftsverbänden, und die sind hier aus meiner Sicht in der Pflicht, weil das kann die reguläre Altenhilfe nicht leisten. Also dass die Landschaftsverbände ein, zwei kleinere Einrichtungen von, sagen wir mal, 15 Personen haben, die ein anderes Konzept entwickeln als das, was wir normal in der Altenhilfe haben. Und dass diese Einrichtungen durchaus auch so angelegt sind, dass Menschen wieder entlassen werden können. Also dass sie einmal diesen hohen Assessment-Anteil haben, aber es eben auch möglich ist, dass Menschen dort verbleiben. Ja, aber du denkst natürlich auch selbst da dann in der Kategorie einer institutionellen Versorgung. Ich denke da an einen Rahmen einer institutionellen Versorgung von Menschen, die eben vielleicht nach so einer Assessment-Phase nicht wirklich in ein stabiles häusliches Milieu entlassen werden können. Weil, wie du schon eingangs gesagt hast, sind Angehörige hier natürlich auch sehr, sehr schnell am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen. Ne? Ich möchte den Zusammenhang sozusagen auf eines meiner Lieblingsthemen, nämlich die Foster Care, also sozusagen die Familienpflege, nochmal kommen. Aber die Familienpflege, die nicht unbedingt durchgeführt werden muss durch Blutsverwandte. Also meine Frage ist an der Stelle, wie wir es aus der Psychiatrie kennen. Dort haben wir ja genau das, was du beschreibst, Menschen, die in Krisensituationen in die Psychiatrie kommen, dort, wie du es vorhin sozusagen als Assessment Wards oder wie auch immer, wo man genau guckt, was braucht derjenige, wie kann man diese Krise überstehen, und dann in private Haushalte mit Menschen wieder zurückziehen, die aber Ahnung davon haben und ein Verständnis dafür haben. Also sozusagen so eine Art von Familienpflege. Da ich das sowieso sozusagen für die Pflegesituation der Zukunft halte, wäre das nicht eine gute Situation für Menschen mit frontotemporaler Demenz? Könnte sein. Ja, das müssten natürlich schon sehr gut aufgestellte und sehr intensiv begleitete Familien sein. Ja, so, aber das wäre durchaus eine Versorgungsform, die ich mir vorstellen könnte. Aber ich sag mal so, was die Forschung ja auch sagt, also Menschen mit einer frontotemporalen Demenz, die brauchen eher eine unterstimulierende Umgebung. Also nicht so ein Bereich, der jetzt auch so schön dekoriert ist und dort noch ein Blümchen und dort ist noch ein Pflänzchen und dort ist noch ein Tierlein. Und da verstehst du, also diese gemütliche, familiäre Atmosphäre, die ist für diese Leute gar nicht so günstig, sondern die brauchen eher eine sehr schlicht eingerichtete Umgebung, die sie wenig irritiert. Wo sie allgemein sagen für Menschen mit Frontotemporaler Demenz? Ja, doch, das ist schon ziemlich deutlich. Also je weiter die Demenz voranschreitet, desto unterstimulierender, einfacher muss das Milieu sein. Ja, weil die kommen mit diesen Dingen, die können die nicht mal einordnen. Also du sag mal Gänge, einfache Stühle, einfache Tische, einfache Dinge. Das kann durchaus schön und also von der Farbgebung, von der Qualität schön sein, aber es muss sehr einfach sein. Und ein familiäres Setting ist ja in der Regel so Kraut und Rüben. Alles Mögliche liegt rum, wie bei dir und wie bei mir. Und das wäre im Grunde genommen im fortgeschrittenen Zustand nicht mehr die richtige Umgebung. Ich will nochmal zum Abschluss auf den Anfang zurückkommen. Zwar habe ich am Anfang erzählt, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Und wir hatten eine sehr kontroverse Diskussion darüber, braucht es eine extra Einrichtung für Menschen? Also wir haben die ambulante Versorgung natürlich von Menschen auch mit frontotemporaler Demenz. Wir haben die stationäre Altenpflege, wobei man ja auch sagen muss, ja, wenn du mit 60 Jahren eine Demenzerkrankung hast, das beschreiben auch Angehörige, und kommst in ein Altenheim, wo das Durchschnittsalter 80 oder 85 ist, werden schon allein durch diesen Zusammenhang Probleme herbeigeschworen. Was wiederum dafür sprechen würde, braucht es vielleicht eine extra Versorgungsform, einen extra Bereich. Oder, also meine Frage ist eben halt, haben wir nicht, wenn wir schon solche stationären Versorgungsformen brauchen,
Haben wir die nicht schon im Grunde vorliegen? Die sind nur nicht gut genug ausgestattet? Oder braucht es ein neues Konzept einer Versorgungsform, also eine weitere Versorgungsform? Das ist für mich die Frage, die ich mir stelle. Ja, ich glaube, wir brauchen eine andere Versorgungsform. Und die muss angegliedert sein, auch an, wie gesagt, an eine Psychiatrie, weil diejenigen, die dort arbeiten, brauchen den unmittelbaren Kontakt zu einem größeren therapeutischen Repertoire und brauchen auch den unmittelbaren Kontakt zu einem Arzt. Ja, also du kommst da nicht aus. Und ich sag mal, ich sage das ja immer, Altenheime sind heute Psychiatrien ohne Arzt. Und das ist für die Situation der FFTD-Patienten nicht angemessen. Also die brauchen sozusagen ein Umfeld, womit die Altenhilfe jetzt und in Zukunft überfordert. Ja gut, dann möchte ich jetzt an dieser Stelle noch mal einmal ein Stück weit Revue passieren lassen, was wir besprochen haben. Oder das heißt, ich würde wesentliche Dinge noch einmal sagen wollen. Und zwar, mein Eindruck ist ein Stück weit, dass auch FTD, also die frontotemporale Demenz, wie ein Brennglas wirkt auf die Probleme, die wir haben in Altenheimen oder überhaupt in Organisationen, sowohl in Krankenhäusern, psychiatrischen, Allgemeinkrankenhäusern, Ambulanzpflege und so weiter. Sprich, das, was diese Menschen brauchen, nämlich dass wir ein echtes Interesse an ihnen haben, ihre Rituale kennen, auch das Krankheitsbild kennen. Auch da, glaube ich, braucht es viel, viel mehr als heute auch professionell pflegende Wissen. Müssten wir im Grunde uns viel stärker auf diese Menschen einstellen und die viel stärker, wie du es vorhin mal geschildert hast, also uns möglichst wenig einmischen und sie auch ein Stück weit leben lassen, so wie sie leben gewohnt sind, zumindest solange sie das noch können. Ich bezweifle tatsächlich ein Stück weit, ob das selbst in guten stationären Pflegen möglich ist, das in dem Maße zu tun, wie Menschen das eigentlich verdienen. Das bezweifle ich aber auch, wenn es um Menschen mit Alzheimer geht, als auch um Menschen geht, die keine Demenzerkrankung haben, aber in der Altenpflege leben müssen in Institutionen. Was glaubst du, wenn du jetzt zwei oder drei Schritte nennen könntest, was ist da, nehmen wir nochmal den Fokus auf die Pflegenden, auf die professionell Pflegenden. Was wäre das, was sie am meisten brauchen würden? Also ich denke, sie brauchen eine Umgebung, die schon anders ist als ein Altenheim, weil die Menschen sind ja auch jünger. Sie müssen sich bewegen können. Sie brauchen vielleicht auch einfache Aufgaben. Sie müssen Dinge in die Hand nehmen und räumen können. Brauchen eine Umgebung, in der sie auch Platz haben, weil Crowding ist für die Leute nicht so ganz gut. Sie müssen Dinge machen können, wie zum Beispiel stricken, hauswirtschaftliche Arbeiten, ehemalige Ärzte, die Blutdruck messen. Man muss sammeln, sortieren, räumen können, Aufgaben haben, wo man Dinge aufschreibt oder zählt oder was auch immer, also wo man diese zwanghaften Anteile auch gut auffangen kann. Ne? Auch zum Beispiel, dass sie rauchen können, das ist wichtig, dass sie Möglichkeiten haben, sich körperlich abzuarbeiten, also viel laufen, bewegen, arbeiten, aber eben keine Gruppengymnastik, ja, also keine Gruppensituation, ja, also Aktivitäten, wo man im Garten was schafft, wo man vielleicht pflanzt oder was Ähnliches tut, ne? Wo die Pflegenden auch versuchen, durch eine sehr freundliche, positive, zugehende Art dafür zu sorgen, dass die negativen Reaktionsmuster, die diese Menschen ja schon teilweise auch gelernt haben in Krankenhäusern, in
im Umgang mit anderen Personen, die sie ablehnen. Also, dass man sich sozusagen an ihnen annähert. Ja. Ich nenne das immer so das Modell Landgewinnung. Ja, also, ja. Wo die Menschen merken, es gibt hier eine Umgebung, die mich sozusagen nicht triggert. Ein hoher Respekt vor ihren Territorien, ja, explorativ suchendes Verhalten zulassen, eine einfache Umgebung mit wenig Verletzungsgefahr, wenig Hindernisse. Also wenn man das alle mal so zusammenfasst, ist das glaube ich, schon nochmal eine Umgebung, die an vielen anknüpft von dem, was wir von der stationären Altenpflege kennen, aber doch nochmal deutlich darüber hinausgeht. Ja, also ich glaube auch, also wenn ich das Gespräch Revue passieren lasse von uns beiden, dann denke ich eben halt all diese Dinge, die wir auch für Menschen mit einer Alzheimer-Demenz oder einer Multi-Infarkt-Demenz fordern, brauchen sie zum einen aber eben halt diese Auswirkungen, wenn wir das nicht leisten können, sind dort stärker. Und ich möchte noch mal einen Blick werfen auf das Thema Angst seitens der Pflegenden. Ich glaube, wenn ich mich selber frage, was sie brauchten, ist natürlich die Hilfe dabei, dass sie diese Angst nicht zu haben müssen. Denn sie müssen sie haben, solange sie nicht in der Lage sind, beispielsweise mit deeskalierenden Situationen umzugehen. Mhm. Ich glaube, dass das etwas ist, was sowohl zum einen der Umgebung und dem Konzept geschuldet ist, aber natürlich auch der Krankheit geschuldet ist. Wir wissen alle, dass selbst wenn ich alles richtig mache, kann es zu solchen Situationen kommen, in denen es auch zu physischer Gewalt kommt. Oder ich überlegen muss, wenn sich jemand wochenlang nicht wäscht, wie gehe ich denn damit um? Also und der ich Punkt glaube, ist diese Dinge sind viel zu wenig im Fokus. Der Punkt ist schlichtweg der die Angst im Umgang mit einem anderen Menschen wächst in dem Ausmaß, wie sein Verhalten nicht vorhersehbar ist. Genau. Ja, so genau. Das haben wir immer. Je besser ich das antizipieren kann, desto angstfreier kann ich mich hier reinbegeben. Also brauchen die Pflegenden den Rahmen, innerhalb dessen sie diese Antizipierungsleistung erbringen können. Das, was du gerade beschreibst, begründet natürlich eben genauso die Angst der Zupflegenden, also der Betroffenen. Natürlich. Weil sie nicht aufgrund ihrer Erkrankung schon allein schwer antizipieren können. Aber bei denen gibt es ja mehr so, ich sag mal, dissoziative Elemente entkoppeln, dass die gar nicht so die Gefühle von mir wahrnehmen können. Die nehmen nur wahr, dass ich sie in ihren Kreisen störe. Aber ich denke, also die Fähigkeit, sehr viel über diese Erkrankung zu verstehen, sich auszutauschen, Fallbesprechungen zu machen, zu lernen, was löst welche Situationen aus, was kann mir helfen, eskalierende Situationen zu reduzieren, abzuwenden, gerade dadurch, dass ich mich jetzt 4 Wochen intensiv mit vielleicht nur 2 Patienten beschäftigt habe, weiß ich das dann auch allmählich. Ja? Und das müsste flankiert werden, eben von anderen Maßnahmen. Also in dem Rahmen kann die Angst reduziert werden, so dass ich glaube, im Endeffekt, so wie bei einem autistischen Kind, da kann auch nicht irgendein Lehrer vorbeikommen und sagen, geh mal an die Tafel und schreib mal Folgendes auf. Das geht beim autistischen Kind nicht. Ja, oder wenn die Klingel geht und das heißt, alle verlassen den Raum, aber der da jetzt gerade seine Kästchen malt, der verlässt den Raum nicht. Und wenn ich den jetzt zwinge, den Raum zu verlassen, explodiert das auch. Also diese Zusammenhänge, die müssen Pflegenden klar sein. Und das muss in vielen kleinen Schritten verdichtet und individualisiert werden, sodass das auch, ich sag mal, ein tiefes Lernen ergibt. Also dass das sozusagen in die Automatismen meiner Reaktionen als Pflegekraft Eingang findet. Und das ist ein langer Prozess. Und das geht nur in einer Umgebung, wo meine Kollegen das auch so machen, wo wir gemeinsam intensiv an diesen Fragestellungen arbeiten. Womit wir natürlich wieder am Anfang und der Ausgangsfrage sind, nämlich der Frage, inwieweit verträgt sich Individualisierung der Pflege mit institutioneller Versorgung? Das ist natürlich der Punkt, aus dem auch
Dinge erwachsen, Probleme erwachsen. Ich würde jetzt beschließen wollen, wir sind schon eine Stunde zugange, bevor unsere Zuhörer zu sehr Angst bekommen, weil sie nicht wissen, was noch alles kommt. Wir konnten trotzdem nur an der Oberfläche kratzen. Das haben wir hoffentlich einigermaßen erfolgreich getan. Ich glaube, dass dieses Thema es wert ist, dass wir da auch noch dranbleiben im Dialogzentrum. Mhm. Meine Idee wäre tatsächlich, du hast vorhin von den Kollegen von Wohlbedacht gesprochen, ob wir nicht vielleicht doch auch noch mal Interviews mit pflegerischen, aber auch vielleicht mit medizinischen Experten zu diesem Thema machen, um das sozusagen ein Stück weit zu vervollständigen. Was am Ende bleibt, ist die Frage, gute Versorgung geht nur über ein echtes Interesse an der anderen Person, damit ich mich darauf einstellen kann und die Umgebung einstellen kann. Und die zweite Frage eben halt, wo wir beide uns wahrscheinlich nicht so einig werden, ist eine adäquate Versorgung dieser Menschen in der institutionellen Versorgung überhaupt möglich aus den bekannten Gründen. Uns bleibt nichts anderes, uns bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihr Zuhören, Zusehen zu bedanken. Wir werden weiterhin ein Haustheater machen, wir werden weiter an dem Thema bleiben, wir werden Quellen, von denen wir gesprochen haben, unter dem Beitrag auf unserem Blog verlinken, wir werden dort auch nochmal etwas weiterführende Literatur verzeichnen, sodass Sie hoffentlich auch etwas davon gehabt haben. Christian, bedanke mich bei dir. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht und ja, auch. Alles Gute und, Ihnen und vielleicht gibt es tatsächlich auch mal so Initiativen vom Landschaftsverband, von der Alzheimer-Gesellschaft, von anderen wichtigen Playern in dem Feld, mal so ein Kompetenzzentrum Pflege für Menschen mit frontotemporaler Demenz in einem Bundesland aufzubauen. Das fände ich ein spannendes und wichtiges Projekt. Genau. Gut, in diesem Sinne. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihr Team vom Dialogzentrum Leben im Alter. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Ja, das war's mal wieder mit dem Podcast Wissenstransfer. Diesmal die 24. Ausgabe. Ich hoffe, es hat Ihnen etwas gegeben, was wir hier gemacht haben, und es hilft Ihnen etwas bei Ihrer Arbeit, bei Ihrer Auseinandersetzung mit so vielen so schwierigen Themen. Ansonsten schauen Sie auf unserem Blog www.dzla.de, gehen Sie auf die Seiten von unserem Blog aus unserer Dialogakademie nach Möglichkeit, das würde uns sehr freuen, melden Sie sich an zu unseren Online-Seminaren, ich glaube, da ist wirklich Spannendes dabei und wir freuen uns selber sehr darauf. Und ansonsten wünsche ich Ihnen das, was ich Ihnen immer am Ende des Podcasts wünsche. Machen Sie weiterhin einen Unterschied. Es verabschiedet sich Ihr Team des Dialogzentrums, Christian Müller-Hergel, Nils Hensel und Detlef Rüsing. Tschüss und bis bald. Wissenstransfer mit AI, der Podcast des Dialogzentrums Leben im Alter.